bin David und ich bin Projektingenieur in der Brennstoffzellen-Systementwicklung bei der Mercedes-Benz Fuelcell GmbH. Die Mercedes-Benz Fuelcell GmbH sitzt in Kirchheim-Untertech Nabern und entwickelt die Brennstoffzellensysteme und die Tankanlagen für den GLC F-Cell. Ich führe Applikationsarbeiten direkt am Fahrzeug auch durch. Das heißt, wenn neue Funktionalitäten kommen in der Software, baue ich die gleich ins Fahrzeug rein und prüfe genau diese Funktionalitäten ab. Der GLC F-Cell ist das weltweit erste Fahrzeug mit einem Plug-in-Hybrid. Das bedeutet, dass wir sowohl Brennstoffzellentechnologie als auch die Batterietechnologie im Antriebsstrang haben. Damit wir nicht nur auf die Wasserstofftankstellen angewiesen sind, sondern wir können auch an jeder beliebigen Steckdose tanken. Um an der Architektur so wenig wie möglich ändern zu müssen, haben wir das Brennstoffzellensystem eben für dieses Fahrzeug designt. Das Einzige, was wir angepasst haben, war die Erhöhung der Sitzbank, damit wir die Tankbehälter, einen Längsbehälter und einen Querbehälter, in das Fahrzeug reinkriegen. Beide Behälter sind in der Lage, 4,4 Kilogramm Wasserstoff aufzunehmen, welche bei 700 Bar innerhalb von 3 Minuten betankt werden können. Das Brennstoffzellensystem funktioniert folgendermaßen. Die zur Reaktion benötigte Luft wird von außerhalb angezogen. Der Wasserstoff, der für die Brennstoffzelle benötigt wird, kommt aus dem Wasserstofftankbehälter. Und genau hier in dem Brennstoffzellen-Stack passiert die eigentliche Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Die Brennstoffzelle ist eine PEM-Brennstoffzelle mit Protonenaustauschmembranen. Das bedeutet, dass der Wasserstoff, der in die Brennstoffzelle kommt, umgesetzt wird, indem es sein Elektron abgibt und als Proton über die Membran auf die Kathodenseite zum Sauerstoff gelangt. Und dadurch, dass die Wasserstoffatome ihre Elektronen abgeben, entsteht ein Stromfluss. Und der Strom, der dabei erzeugt wird, wird entweder für den elektrischen Antrieb oder für das Aufladen der Batterie genutzt. Die Lithium-Ionen-Batterie des GLC-F-Cells sitzt unter dem Kofferraum. Sie hat eine Kapazität von 13,8 Kilowattstunden und kann im Betrieb entweder über die Brennstoffzelle oder durch die Rekuperation, also Bremsenergierückgewinnung, wieder aufgeladen werden. Abhängig von der Fahrpedalanforderung des Fahrers ist das intelligente System im Fahrzeug in der Lage zu bestimmen, wie viel Strom es zurzeit benötigt. Der Fahrer hat die Möglichkeit, zwischen Hybrid, rein batterieelektrischem Fahren und rein brennstoffzellentechnischem Fahren zu entscheiden. Im Charge-Modus steht das Aufladen der Batterie im Vordergrund. Das sind 4 verschiedene Betriebsmodi, die der Fahrer selbst jederzeit auswählen kann. Das System verhält sich einfach dementsprechend. Die wesentlichen Vorteile sind 0 Emissionen, die große Reichweite und die schnelle Betankungszeit. Bei kurzen Fahrten ist die Batterie viel sinnvoller als die Brennstoffzelle. Und bei längeren Fahrten ist die Brennstoffzellentechnologie weitaus besser wegen der hohen Reichweite. Also ich sehe die Brennstoffzelle und die Batterie nicht als Konkurrenten. Sie ergänzen sich perfekt. Wir sind uns sicher, dass wir mit dem GLC F-Cell ein voll alltagstaugliches Fahrzeug auf den Markt gebracht haben.